So, und was genau die Good News sind, diese Fraktion ist gespalten. In der Krise haben sie keine einheitliche, kohärente Antwort mehr, wie rauszukommen ist. Wenn man dieses Wirrwarr der EU-Regierungskonferenzen sieht, dieses Hin und Her, das ist Ausdruck der Spaltung der neoliberalen Fraktion. Es gibt einerseits eine orthodox neoliberale Fraktion, vor allen Dingen in den Kernstaaten wie der BRD, Finnland, Österreich, den Niederlanden. Die verfolgen eine nationale Strategie strikter Geldwertstabilität, lehnen jede proeuropäische Krisenlösung ab, sind gegen alle Formen von Transferunion und Eurobonds, reden von Schuldenparty, Zinssozialismus, etwa Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut. Banken müssen eben auch scheitern dürfen, das ist die Ideologie dieser Fraktion. Und man sieht, es ist eigentlich diese Fraktion ist die absolut unfähig ist, einen Ausweg aus der Krise zu produzieren. Man sieht es an den, also jetzt ganz platt gesagt, auch der Krise der FDP, das ist eigentlich Ausdruck dieses Scheiterns, dieser orthodoxen neoliberalen Fraktion. Man kann eigentlich sagen, die dominante Fraktion innerhalb dessen, die sich auch momentan durchzusetzen beginnt, ist die proeuropäisch-autoritär neoliberale Fraktion. Und dann gibt es noch eine dritte Fraktion innerhalb dieses neoliberalen, des Hegemonieprojektes, die noch in eine andere Richtung zielt. Das ist sozusagen New Labour, die neue Mitte, die neoliberalen Führungseliten innerhalb sozialdemokratischer und grüner Parteien, teilweise auch in den Gewerkschaften. Sie setzen weiter auf marktorientierte neoliberale Umstrukturierungen, auf Schuldenbremsen, auf den Fiskalpakt. Und der zentrale Punkt ist, dass wir darauf achten müssen, dass die gesellschaftlichen Kräfte und die Strategien konzipiert werden müssen. Uns fehlt es ja nicht an Alternativvorschlägen, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern daran, die auseinandertreibenden gesellschaftlichen Kräfte für ein soziales Europa zusammenzubringen. Und das ist ja auch das Ziel des Instituts Solidarische Moderne mit seinem Crossover-Ansatz, vielleicht so viel. Ich plädiere für einen sozialökologischen Wachstum oder, was noch besser ist, für eine sozialökologische Entwicklung, die im Endeffekt eine Transformation nicht verstellen darf. Da kann man mit kleinen Projekten anfangen, aber man muss eben das große Ganze dann im Blick haben. Ich würde gerne drei Dimensionen eines solches Projektes benennen. Einmal die ökologische Dimension. Also ein sozialökologischer Gesellschaftsumbau, der eine tiefgreifende Transformation gesellschaftlicher Naturverhältnisse abzielt, also weg von einem nur profitorientierten Wachstum zu nachhaltiger Entwicklung. Stichworte dazu wären solidarische Ökonomie, neue Lebensweise, natürlich auch die Frage von Umverteilung. Und hier spielt die Frage nach der Neudefinition von Arbeit und Arbeitsverhältnis, aber auch nach der Frage, wie bilden wir unsere Kinder, dass sie Zugang haben zu einer solchen Denkweise, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Die soziale Dimension, darunter verstehe ich das Umverteilen, also natürlich die Verteilung der materiellen Ressourcen, die neue ein demokratischer Sozialstaat, wo eben die umfassende Garantien sozialer Rechte nicht als Zugeständnis gesehen werden, sondern als ein Recht darauf, ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf Wohnen, ein Recht auf Mobilität, ein Recht als Teilhabe der Kultur und also alles, was man im Sinne von Daseinsvorsorge versteht. Und zum Schluss die politische Dimension, das heißt eine Erneuerung der Demokratie und zwar als Bedingung, um die ersten beiden Ziele der ökologischen und der sozialen Dimension auch durchzusetzen. Denn so eine Umwälzung, so eine tiefgreifende Veränderung von gesellschaftlichen Verhältnissen kann weder von oben bestimmt werden, also politisch bestimmt werden, noch kann, wie es jetzt der Fall ist, noch kann es aus Verwaltungshandeln entstehen, sondern solch eine Transformation, so ein Umbau muss demokratisch erstritten werden, sage ich immer. Dazu braucht es Diskursräume, aber ich würde auch sagen, dass die politische Dimension auch ein ganz eigenständig emanzipatorisches Ziel sein muss. Also die Frage von Wachstum, was wir im Moment nur
manchmal hinterlegt kriegen, wie es muss aber nachhaltig sein oder der New Green Deal ist sozusagen die Lösung. Das ist für mich nicht die Antwort, auch nicht die Lösung, denn New Green Deal heißt ja, wir produzieren ökologisch. Das hat aber noch nichts, hat noch keine Antwort auf die Verteilungsfrage, es hat noch keine Antwort auf die Arbeitsverhältnisse. Und deshalb muss die Transformation, der sozial-ökologische Umbau ganz anders im Fokus. Wenn ich sage, Europa neu begründen, dann kann es eben nicht ohne den Einfluss, ohne die Mitsprache der Frauen stattfinden. Und das, damit meine ich nicht 40% in den Aufsichtsräten, sondern es muss, die Wirtschaftslogik muss von uns Frauen neu mitbegründet und auch neu mitgestaltet werden. Nur so kann das zu einem neu begründeten Europa überhaupt kommen. Und jetzt, weil sich sozusagen dieses Krisendilemma entwickelt hat, ist die meine Überzeugung, und Sonja hat das eben sozusagen auch mit erwähnt als eine der zentralen Kräfte, dass jedenfalls die zentralen Kräfte darauf hinwirken, diesen Sozialstaatsabbau zentral durchzusteuern aus Europa, und der Fiskalpakt ist nur einer der ersten Schritte. Zentral durchsteuern aus Europa heißt, die Kontrolle gewinnen über die nationale Haushaltspolitik und mit der Kontrolle über die nationale Haushaltspolitik auch über die Sozialausgaben, die leichter abzubauen sind, wenn man sozusagen europäische Vorgaben hat, als gegen den Widerstand der immer noch national organisierten demokratischen Kräfte in den Staaten. Die sind eben nicht, oder sagen wir sind eben nicht europäisch organisiert. Also der Fiskalpakt war der erste Schritt, in dem gesagt wurde, wer ein zu hohes Defizit hat, muss sein Haushaltsprogramm zur Genehmigung vorlegen. Und Schäuble ist jetzt einen Schritt weitergegangen. Er hat ganz klar gesagt, wir brauchen eine Vertragsrevision in dem Sinne, dass wir einen europäischen Finanzminister anstreben, der Eingriffsrechte, Durchgriffsrechte auf die nationalen Haushalte hat. Das haben die bisher abgelehnt, die anderen Staaten, haben gesagt, das ist völlig undemokratisch. Aber Europa funktioniert immer nach dem Prinzip Salamitaktik, man kaut immer so Teile ab und das wird die Richtung sein, in die es geht. Das heißt, zentrale Kontrolle der nationalen Haushalte. Das war dann eine zweite Frage. Brauchen wir einen europäischen Konvent, der eine neue Verfassung begründet? Ich glaube, den brauchen wir noch nicht jetzt. Man wird in einen Diskussionsprozess eingefunden, in dem dieser ganze alte Kladderadatsch, der jetzt existiert, möglicherweise noch autoritär verschärft wird und dann zur Volksabstimmung gestellt wird und mangels Alternative, und weil sowieso 90% dafür sind, wird er dann zugestimmt, und dann hat man sozusagen die demokratische Legitimation von einem System, was nicht funktionieren kann und was wir so nicht wollen. Jetzt steht für uns die Frage, wie kann man eine komplexe europäische Strategie, eine globale Strategie in Europa entwickeln? Ich möchte versuchen, das in 5 Punkten darzustellen. Wir haben in Europa ein multipolares Machtgefüge. Und es ist klar, dass die gleiche Logik durch alle diese Machtzentren vermittelt wird. Die Wahrnehmung ist allerdings nicht so bei den Bevölkerungen sehr häufig. Häufig wird der Widerspruch wahrgenommen als Widerspruch zwischen Nationen und nicht unbedingt als Widerspruch zwischen Klassen, obwohl wir in einer äußerst heftigen Klassenauseinandersetzung uns heute in Europa befinden. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, Interpretationsmacht zu schaffen, dass es um eine Klassenauseinandersetzung geht und nicht um eine Frage der Hegemonie und nicht um eine Frage zwischen Nationen in erster Linie. Mein Punkt 1 ist also, dass wir versuchen, gemeinsam zu agieren, überall auf allen Ebenen, auf der nationalen und der europäischen Ebene, gegen diese gleiche Logik vorzugehen. Mein Punkt 2 ist, dass wir versuchen müssen, möglichst viele Hebel gleichzeitig zu bewegen in Europa und in die gleiche Richtung. Und zwar im Sinne eines Ungehorsams mit dieser Logik. Der 14. November ist sicher ein Fortschritt in dieser Weise. Und Thibault, der Chef der CGT in Frankreich, hat gesagt, wir sind nicht mehr in der traditionellen Solidarität mit anderen. Wir sind in einem solidarischen Kampf in Europa für gemeinsame Ziele und gegen gemeinsame Gegner. Mein Punkt 3 ist, dass wir neue Allianzen brauchen, und zwar in unseren Ländern und in Europa. Neu, weil es keine Kontinuität gibt. Es wurde heute schon gesagt, wir sind in einer Dramatik unbekannten Ausmaßes. Die Rechte wird immer rechter, die extreme Rechte immer stärker.
Die Krise der Sozialdemokratie ist keineswegs beendet, im Gegenteil. Und es gibt eine tatsächliche Gefahr eines reaktionären Exit aus der Krise, oder ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nennen kann, aber auf jeden Fall einer reaktionären Lösung. Es gibt aber auch zugleich sehr viele Experimente, die versuchen, neue Fronten zu schaffen, gemeinsame Fronten im Kampf gegen Austerität und Abbau der Demokratie. Syriza ist ein solches Experiment, glaube ich. In Portugal hat vor kurzem ein Bürgerkongress stattgefunden, was eine linke Regierungspolitik sein könnte. In Spanien haben die Gewerkschaften einen gemeinsamen sozialen Summit organisiert mit allen möglichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Da kam dieser 14. November als Streikidee heraus. Mein vierter Punkt ist, wir brauchen eine neue Ambition. Wir können nicht mehr uns damit begnügen, zu sagen, wir protestieren. Protest kann auch Rechtsextreme machen. Wir müssen Alternativen aufbauen und wir müssen sagen, wir wollen regieren. Wir wollen anders regieren, in, wie sagt man, Désobéissance, Ungehorsam der Logik, der herrschenden Logik gegenüber. Und wir müssen die Frage der Macht stellen und die Fragen politisieren. Und mein letzter Punkt ist, das ist eine konkrete Initiative. Wir müssen versuchen, also in Europa dazu wirken, dass wir so eine Front aufbauen, eine Mosaiklinke. Nicht nur addieren die Kämpfe. Addieren ist nicht eine neue Qualität. Wir müssen also etwas erfinden, was diesem Bedürfnis entspricht. Und wir versuchen das zu machen, indem wir ein alter Summit konstruieren. Das ist nicht ein Gegengipfel, sondern das ist ein unser Gipfel, wo wir sagen, zu 3, 4 unmittelbar wichtigen Forderungen und vielleicht zu 10 Punkten, die wesentlich sind für eine Neugründung Europas, was wir wollen. Und wir wollen das sichtbar vertreten und sozusagen damit die Kräfteverhältnisse verschieben. Am Anfang 2011 haben die ganzen Aktivisten in Spanien gesagt, wir sehen hier überhaupt nichts am Horizont. Und dann mit dieser Bewegung 15. Mai, die sich da gebildet hat zu den Wahlen, auch unter dem Motto, wir fühlen uns nicht mehr repräsentiert, durch die ist dann eben wirklich was Neues in Gang gesetzt worden. Und das war ja auch eine sehr bemerkenswerte Bewegung. Sind über Wochen und Monate Tausende, Zehntausende teilweise sogar zusammengekommen, um zu diskutieren. Also es ist nicht nur die soziale Frage oder der Kapitalismus wurde wieder auf die Tagesordnung gesetzt, sondern auch die Demokratiefrage. Nämlich Demokratie ist etwas anderes als parlamentarische Vertretung und regiert werden. Also eine ganz wichtige ja, und auch sehr politische Schlussfolgerung war ich der Ausgangspunkt. Trotzdem ist diese Bewegung auch nicht nur positiv zu sehen, dann ist da tatsächlich sowas gewesen wie die Idee, entgarantierten Mittelschichten, gut ausgebildete junge Leute, die aber auch gleichzeitig sehr wenig soziale Bindungen haben an irgendwelche festeren Organisationsstrukturen oder sowas und an Milieus, die sich da bewegt haben. Und auch nicht unbedingt jetzt diejenigen sind, die am meisten unter der Krise zu leiden hatten, sondern diejenigen, die auch noch was zu verlieren haben. Also es gilt nicht, dieses Subjekt, das da aufgetaucht ist, zu idealisieren, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig festzustellen, diese Bewegung ist entstanden gegen die Linkspartei in Spanien, gegen Izquierda Unida und ist entstanden gegen die Gewerkschaften. Und das ist, scheint mir auch sehr, obwohl ich Mitglied der Linken bin, was stimmt mich das sehr optimistisch. Meine Schlussfolgerung wäre nämlich auch vor dem Hintergrund, was wir in Lateinamerika in den 90er Jahren erlebt haben, wenn der Neoliberalismus besiegt wird, dann aus der Gesellschaft heraus. Und zwar in der Form, dass die Gesellschaft sich verweigert und die Gesellschaft unregierbar wird. Also das Interessante in den Umbruchprozessen in Lateinamerika, und ich würde sagen, ein Stück weit kann man das in Spanien auch beobachten, ist eigentlich ein Rückzug gewesen. Und in dieser Hinsicht könnte man auch sagen, es ist nicht so gewesen, dass die Sozialisten die Wahlen, oder umgekehrt, dass die Konservativen die Wahlen gewonnen haben zuletzt, sondern dass die Sozialisten die Wahlen verloren haben. Es sind nicht mehr konservative Wähler dazugekommen, sondern die Leute haben einfach gesagt, wir fühlen uns von der Sozialdemokratie und eben auch nicht unbedingt von Izquierda Unida vertreten und müssen neue Formen der politischen Artikulation finden. Ich glaube, für Linke, die wirklich was verändern wollen, ist es ein wichtiger Ansatzpunkt. Auch wenn sich was zurzeit für uns als Partei eine Hauptaufgabe ist, eines der wichtigsten Felder unserer Betätigung ist, die Solidaritätsnetze zu unterstützen, die in Griechenland aufgebaut werden. Wir haben unseren Abgeordneten aufgebrummt, dass sie 20% ihrer Auskünfte dafür hergeben. Und wir haben wir möchten, dass insgesamt
200 sogenannte Solidaritätshäuser in verschiedenen griechischen Städten aufgebaut werden, die eingreifen oder wo Leute hingehen wollen, wenn sie Rechtsbeistand brauchen, wenn sie unversichert sind und Ärzte brauchen, Medikamente und so weiter. Und wo auch getauscht werden kann. Diese Tauschgeschäfte, die jetzt in Griechenland betrieben werden, das scheint ziemlich primitiv, aber sie sind massenhaft. Es kommen massenhaft, das fing mit Kartoffeln an. Und das war ein Grieche, der in Köln lebte, der das in seinem Dorf organisiert hat. Und nun wird es überall, passiert es überall. Da gehen die Bauern hin und bringen die ihre Sachen und, naja, gehen die Bauern hin, außerhalb der Märkte, verkaufen ihre Sachen nicht, sondern tauschen sie. Und das wollen wir sehr gerne unterstützen, das tun wir auch. Wir brauchen neue politische Machtstrukturen. Und wir brauchen neue politische Formen, die, und das, glaube ich, darauf müsste sich die Linke einigen, dieses Neue, das entsteht, dieses Soziale und Ökologische und Demokratische verteidigen und reproduzieren. Und wir müssen sehr ernsthaft darüber diskutieren, wie dies und wie eine solche Demokratie, wie dies sein soll und wie eine solche Demokratie aussehen soll. Vielen Dank.